Hey Leute, jawohl, ich grüße euch ganz herzlich hier zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber zuvor möchte ich, dass ihr mal ganz kurz auf die Melodie im Hintergrund achtet. Na? Und irgendwelche Leute, die diese Melodie wiedererkennen. Ja, Leute, jetzt mache ich es in diesem Part einfach mal spannend und werde ganz am Ende oder werde beziehungsweise es wird in die Beschreibung mal schreiben, was für ein Lied das ist. Wer es weiß, kann es mir natürlich sehr, sehr gerne sagen. Nee, beziehungsweise wisst ihr was? Ich werde die Lösung einfach im nächsten Part sagen. Ja, kommen wir einfach mal zurück. Ja, wir haben im letzten Part erfahren, wo sich Wamedo befindet, beziehungsweise das ist zu ungenau. Wir haben einen weiteren Anhaltspunkt, und zwar in diesen Bergen wohl der Flugplatz. Und da würde ich mich jetzt mal sehr gerne hinbegeben. Denn da soll sich dieser eine Theba, oder wie auch immer er heißt, aufhalten, der irgendwie was mit dem Titanen zu tun hat. So, und ich würde aber sehr gerne vorher nochmal diesen Schrein erledigen, weil dann haben wir 4 Zeichen der Bewährung und können uns, ja, was Nettes holen. Aber vorher, Leute, müssen wir uns natürlich richtig anziehen. So, wir haben jetzt unser Orni-Gewand, wir haben unsere Orni-Hose und wir haben die Anti-Schneefedern. Perfekt. Jetzt kann uns die Kälte nicht mehr aufhalten. Na gut. Aber erst einmal werden wir Edelwild einsammeln. Das finde ich gut. Und alter Scheiße. Ist das ein Leune? Nee, hoffentlich nicht, oder? Es war schon etwas länger her, seitdem ich es gespielt habe. Ja, klar, haut ab. Na gut. Wenn ihr nichts von mir wollt, dann werde ich euch auch in Ruhe lassen. Dann ist mir das ganz recht. Denn ich habe in diesem Part Besseres zu tun, beziehungsweise wir haben was Besseres zu tun, und zwar diesen Schrein erstmal zu erledigen. Und dann können wir ja weitersehen. Joa, alles klar, ne? Gut, okay. Dann mal rein in den Schrein mit uns. Ja, nächster Tipp ist okay. Ich möchte den Schrein machen, damit wir den hinter uns haben. So, hier geht es um versteckte Winde. Interessant. Ja, das scheint kein Problem zu sein. Erstmal da hoch und dann einmal. Oha. Da musst du schon etwas mehr aufpassen. So. So, du bist einmal erledigt, das ist gut. Aber lässt nichts fallen, das ist schade. Naja, egal. So, und hier haben wir einen violetten Rubin. Joa, perfekt. Bisschen Geld können wir immer gebrauchen, ne? So, dann einmal hier hoch. Ah, das ging so ein bisschen in die Hosen. So, wohin müssen wir? Ah ja, da hoch. Perfekto. Nein, was habe ich gemacht? Ich bin ja auch echt blöd. Ich gebe jetzt mal zu, dass ich blöd bin. So, und einmal hier hoch. Und wir können uns auf die Plattform stellen und hochklettern. Sehr schön. So, jetzt auf keinen Fall den falschen Knopf drücken. Das wäre jetzt äußerst übel. So, und hier müssen wir auch da hoch, ne? Joa, bis jetzt alles ganz gut machbar. Aber Frage ist, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ah, da rein. Das war zu spät. Dann gehen wir einfach mal von der anderen Seite dahin. Ist ja jetzt auch nicht so das Problem.
So, dann einmal rein mit dir und rauf. Sehr schön. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Wie immer. So, dann haben wir einmal ein Zeichen der Bewährung. Perfekt, haben 4 Stück, können uns jetzt wieder Ausdauer holen. Soll bedeuten, da wir ja jetzt diesen Schrein zur Verfügung haben, können wir uns da ja wieder hin teleportieren. Heißt, wir können uns nochmal in das Dorf der Ornis teleportieren, um da an der Statue unsere Ausdauer zu holen. Ja, ist ein guter Plan, ne? Dann kriegt man den Part gut gefüllt. Also werden wir uns einfach mal dahin teleportieren. Sehr schön. Können wir immer wieder hier zurückkehren. Ist ja kein Problem. Ja. War auch so mein Plan, ne? Ja, kritische Treffer. Aber das ist ein ganz guter Tipp eigentlich. Bevor die Waffen kaputt gehen, kann man die auf Gegner werfen. Und wenn sie treffen, richten sie doppelten Schaden an. Das klingt gut. Könnte uns auf jeden Fall weiterhelfen. So, wir sind wieder hier. Das ist gut. Wir müssen jetzt zur Statue hin. Und wo auch immer die jetzt ist. Ich glaube, die ist ganz da unten. Kann das sein? Ja. Ach ja. Zwei Ornis dieses unterhalten. So, aber das haben wir gesucht. Wir wollen, das heißt, wir wollen Ausdauer haben. Sehr schön. So sei es. Dann gib uns Ausdauer her und wir haben jetzt noch ein Viertel dazu gekriegt. Sehr cool. Gut, das ist aber auch alles, was wir hier machen wollten, weil unser eigentliches Ziel befindet sich ja genau da oben. Und da wollen wir auch zurück. Es geht halt nur darum, dass wir natürlich jetzt mehr Ausdauer benötigen, damit wir das Ganze auch besser schaffen, ne? Breath of the Wild ist halt schon so ein Spiel, da muss man, ist halt schon, kann ein schweres Spiel sein, wenn man es doof anstellt, so wie das bei mir manchmal der Fall war. Aber wenn man weiß, wie man es richtig macht, dann kann es eigentlich auch ganz einfach sein. Und das muss man halt immer so im Hinterkopf haben. Na gut, dann würde ich doch mal sagen, sind wir schon hier beim Flugplatz. Oh, das sieht ja interessant aus. Naja, okay. Alles klar. Und du bist wo? Oh, Zwischensequenz. Ah ja, Theba, Krieger der Orni. Das haben wir gesucht. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ja, aber du willst doch den Titanen machen und den wollen wir auch machen. Also, komm. Willst du irgendwas von mir? Ich bin beschäftigt. Ich helfe dir. Helfen willst du mir? Bei was denn? Ja, Warmedo. Warum wollen wir dir helfen? Moment mal. Du, ein Fremder, weißt von Warmedo? Hat es der Häuptling hierher geschickt? Oder meine Frau? Genau, die Frau. Dann weißt du wohl auch schon, wer es bin. Ich bin Theba. Wie lautet dein Name, Fremder? Ich bin Link. Link. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Also, Link. Wenn du beim Häuptling warst, hat er dir wohl aufgetragen, mich wieder zurück ins Dorf zu bringen, oder? Richtig. Typisch, der Häuptling traut auch wirklich jedem Fremden sofort. Und sicher wollte er, dass du mich zurückbringst, bevor Medo mich erwischt, oder? Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keine Absicht, von meinem Plan abzurücken. Ich bin ein Orni-Krieger. Ich kann nicht einfach abhauen, nachdem es einen Freund erwischt hat. Ich kehre nur unter einer Voraussetzung wieder ins Dorf zurück.
Und zwar, wenn Warmedo verstummt und vom Himmel verschwunden ist. Ich werde Warmedo vernichten. Erst wenn das getan ist, werde ich ins Dorf zurückkehren. Weiß es doch. Du weißt schon Bescheid? Haha, sie haben dir also erzählt, was für ein Typ ich bin. Aber der Häuptling hat mir gesagt, um Warmedo aufzuhalten, muss man in sein Inneres eindringen. Sag bloß, du weißt, wie man in Warmedo hineingelangt? Keine Ahnung. Hahaha, du hast also nicht nur keine Flügel, sondern auch keine Ahnung. Dann hör mir mal gut zu. Nur einer der fünf Recken kann das Tor des Titanen öffnen. Und diese Recken sind alle vor 100 Jahren krepiert. Ganon hat sie umgebracht. Aber egal. Selbst wenn du Medo betreten könntest. Wenn man sich dem Titan einfach so nähert, wird man leichte Beute für seine Geschütze. Deshalb werde ich es zuerst testen. In diesem Tal gibt es starke Aufwinde. Wir Ornikrieger nutzen sie, um hier unsere Bogenkünste zu trainieren. Diese Aufwinde sind so stark, dass es schon ausreicht, ein Tuch über seinen Kopf zu halten, um abzuheben. Dann wollen wir mal sehen, wie du das bei so einer Orni-Übung schlägst. Bleibe in der Luft und zerstöre in 3 Minuten mit deinem Pfeil von... mit deinen Pfeilen 5 von den Zielen in diesem Tal. Gib mir einen Tipp. In der Luft funktioniert das Bogenschießen genau wie am Boden. Du hast es aber sicher leichter, wenn du einen Bogen mit möglichst großer Reichweite benutzt. Zerstöre in 3 Minuten. Wenn du das nicht schaffst, hast du gegen Medo keine Chance. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, machen wir. Ne? Sehr gut. Ja, hoffentlich kriegen wir das hin, ne? Alles klar. So. Ja, sehr schön. Zack, boom. Dann einmal den hier. Und dann müssen wir noch... Was können wir machen? Den hier. Sehr schön. Oh, das ist ja echt eine leichte Aufgabe, ne? Als ob das einfach schwer ist. Gut, dann kommt zurück. Ja, das ist ja echt kinderleicht, ne? Also das ist ja... Da sage es mal ganz ehrlich. Ja, sage es gleich. Du bist ein Meister mit dem Bogen. Es kam mir vor, als hätte die Zeit kurz stillgestanden, als du geschossen hast. Scheint, als müsste ich mich bei dir entschuldigen, Link. Ich hab das wohl falsch eingeschätzt. Ja, also, was es halt sagen wollte, ist, zum Beispiel in Skyward Sword, wenn man halt mit dem Vogel diese... Da gibt es so eine Quest, wo man so Ziele in der Luft so treffen muss. Und ich finde, das ist um einiges schwerer. Also das ist ja echt nix, ne? Naja, okay. So wie du mit dem Bogen umgehst, musst du wohl schon schwere Kämpfe überstanden haben. So ist es. Dachte ich es mir doch. Link, ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Ich habe eine Bitte an dich. Stelle dis Medo gemeinsam mit mir. Greif seine Geschütze mit aller Macht an. Noch etwas. In dieser Truhe findest du einen Bogen, den ich persönlich abgestimmt habe. Nimm ihn. Sag Bescheid, sobald du bereit bist. Ja, sehr cool. Aber hier haben wir noch mehr Holzpfeile. Das ist gut. So ein Schwalbenbogen, aber die Bogentasche ist voll. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas wegwerfen können. Ja, wisst ihr was? Die beiden brauchen wir doch nicht mehr. Die sind unnötig. Dann nehme ich stattdessen den Schwalbenbogen. Und dann einmal diesen Bogen, der da drin ist, ne? Und das ist ein Falkenbogen. Ja, cool. So, ja. Ich glaube, das schaffen wir noch, ne? Ich wäre bereit. Die Zeit ist gekommen, den Titanen Warmedo aufzuhalten. Ja, ich hab jetzt Bock drauf. Mit normalen Pfeilen kannst du nichts gegen seine Geschütze ausrüsten. Zerstöre sie mit Bombenpfeilen. Hier hast du ein paar Bombenpfeile, aber das ist eine einmalige Sache. Denn die sind nicht billig. 20 Bombenpfeile, na gut. Außerdem ist es da oben kalt. Wirklich kalt. Ohne entsprechende Vorbereitungen kommst du nicht weit. Naja, wir haben unser Orni-Gewand, unsere Orni-Hose, es müsste doch gehen, ne? Hast du Schutzkleidung oder geeignete Nahrungsmittel dabei? Vorbereitungen? Denk dran, dass du Bombenpfeile brauchst. Ja, Kleidung haben wir. So, naja, wir können mal gucken. Ich bin bereit. Naja, und wenn wir es heute nicht schaffen, machen wir es halt beim nächsten Part, ne? So. Und warum machen wir das? Um Zelda zu retten. Zelda?
Die Prinzessin von Schloss Hyrule, der unser Recke Revali vor 100 Jahren diente, hieß genauso. Ich weiß nicht, was für eine Verbindung zwischen ihr und Vamedo besteht. Aber egal, wir beide werden Medo zusammen besiegen. Hab ich's Rest? Ja, das machen wir. Und, naja, vielleicht wird der Part heute ein bisschen länger, können wir sehen. Dann sollten wir so langsam aufpressen. Steig auf. Ja, Leute. Jetzt wird's abenteuerlich, ne? Gut. Sehr cool. Und was müssen wir jetzt machen? Ich hoffe, es wird nicht zu schwer. Oha, da wären wir. Muss schon sagen, so hoch oben wird sogar mir kalt. So, guckt euch den Titan an. Der ist ja echt cool. So, das hier ist Vamedo. Verflucht nochmal. Diese Barriere ist ein echtes Problem. Was ist los mit dir? Kriegst du vor Angst kein Wort raus? Na gut, gehen wir den Plan durch. Siehst du die Geschütze? Ich werde ihr Feuer auf Mist ziehen. Während sie sich auf Mist konzentrieren, kannst du sie mit Bombenpfeilen zerstören. Soweit alles klar. Falls du das zurückziehen willst, gleite mit deinem Tuch in den Aufwinden zu mir, dann kann ich das aufsammeln. Okay, alles klar. Mach dir gar nicht erst die Mühe, auf etwas zu schießen, das von der Barriere geschützt wird. Bleib ihr am besten fern. Und auch wenn ich das schon mehrfach gesagt habe, du brauchst unbedingt etwas gegen die Kälte. Ja, wir haben doch die Kleidung. Ja, los. Wir müssen es einfach probieren, ne? So, kümmere dich um die Geschütze. Einmal, zack. Ach du Scheiße. Bumm. Na komm doch her. Oh, du Scheiße. Bumm. Da haben wir dich. Und nimm noch mal den. Sehr gut. Ausweichen. Oha. Das ist aber ein erster Kampf hier, ne? So. Ach du Scheiße. Ist der overpowered, ne? Boom. Ja, klar. Ja. Jetzt triff den doch mal zum Teufel. Sehr gut. Und noch einmal. Nimm den und schießen. Sehr gut. Und jetzt müssen wir wohin? Alter, ich bin gerade so aufgeregt, ne? Sag bloß, wir müssen dies nochmal abschießen. Nö, ich glaube, wir müssen da fast zur anderen Seite hin. Kann das sein? Wir probieren es einfach mal. Aber ey, das ist ja eins der besten Kämpfe überhaupt, ne? Ah, ja. Sehr gut. Da ist die nächste Barriere. Oh, und du wurdest heftig abgeschossen. Das ist nicht gut. So. Jetzt komm her. Na, los. So. Und nimm den. Und nimm den. Sehr schön. Wir müssen sparsam mit den Pfeilen umgehen. So. Ah ja. Noch dieses. Also, ja, das ist ja jetzt nicht so schwer. Ich finde, das geht voll. Und ausweichen ist jetzt auch nicht so das Problem. So. So. Und zack. Ach du meine Fresse. So. Komm her. Wir haben auch nicht mehr so viele Pfeile, ne? Aber ich glaube, wir haben alle abgeschossen, ne? Kann das sein? Joa, kann sein. Hey, sehr cool. Es sieht so aus, Leute, als wären wir erfolgreich. Ja, wir haben es geschafft.
Die Barriere ist Geschichte. Ach, bin aus Versehen gegen mein Ding gekommen. Naja, egal. Das war ja jetzt nicht so schwer, ne? Sieh mal an, ein alter Bekannter. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Mido Ganons Clown zu entreißen, oder? Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Ja, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zum ersten Titanen des Spiels, Vamedo. Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie der sein wird. Ja, und ich glaube, das Abenteuer geht jetzt schon mal so richtig ab und los. Ja, aber vorerst haben wir hier eine Truhe, die wir holen und uns holen können. Und da haben wir ein Saphir drin. Ja, sehr schön. Ja, können wir schon mal mit dem Titanen beginnen, ne? Alter, nein. Ich bin ein Idiot, oder? Jetzt habe ich es mit den Bombenpfeilen selbst umgebracht. Oh, wie oft ist mir das schon passiert? Wie oft? Oh Mann. Naja, Gott sei Dank sind wir wieder hier. Aber die Truhe ist gespeichert, oder? Nö, ist sie nicht. Ja, wisst ihr was? Dann probieren wir es. Doch, die ist gespeichert. So. Aber jetzt bitte normale Pfeile, wenn es geht. So, du bist erstmal besiegt. So, sehr schön. Alles klar. Gut, und wenn wir auch hier immer zurückkehren wollen, dann können wir uns hier einfach hin teleportieren. Also falls wir irgendwie mal Pause brauchen. Wichtig zu verstehen ist aber, dass wir alle Truhen einsammeln müssen. Weil sonst kommen wir nicht mehr in den Titan zurück und dann können wir das Spiel nicht hundertprozentig beenden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. So, das war ja schon mal nicht so schwer. Und dann werden wir uns hier einfach mal, keine Ahnung, wohin teleportieren. Hierhin. Ja, jetzt nicht sonderlich schwer, ne? So, kommen wir vielleicht zu dieser Truhe. Was machst du denn da, Link? Ja, das kriegen wir hin. Perfekt. So, und das ist ja auch eigentlich ganz leicht hier, was wir machen müssen. Ein antiker Reaktorkern. Ganz offensichtlich müssen wir hier immer diese Augen zerstören. Dann geht dieser Dreck weg, dieser Schleim, wie auch immer man dazu sagen will. Naja.
Keine Ahnung, was weiß ich. Na gut. Aber dann denke ich mal, ach, das war jetzt blöd. Aber vielleicht kriegen wir das ja damit weg. Nopes, natürlich nicht. Habe es mir schon fast, hätte es mir schon fast denken können. Und hier kommen wir natürlich nicht hoch. Das ist ja wundervoll. Aber hier haben wir wieder eine Truhe. Alter Scheiße. Wie viele Truhen haben wir hier einfach mal? Das ist ja nicht normal. Aber na gut. Vielleicht sollten wir uns erstmal die Karte holen. Und dann können wir uns in Ruhe um den anderen Kram kümmern. Oh Gott, da haben wir einen Schädel. Oder was auch immer. So, aber ich würde mir sehr gerne diese Truhe holen, wenn es irgendwie geht. Und ja, es geht perfekt. Sehr gut. Alles klar. Joa, bis jetzt ist der Titan noch sehr ansprechend, ne? Joa, haben wir schon mal 5 Rubine? Nee. Wieso sage ich Rubine? 5 Bombenpfeile natürlich. Tut mir leid, dass ich es versprochen habe. So, hier noch irgendwas Schönes. Nopes. Aber das sieht ja echt cool aus, ne? Was würde tatsächlich sagen, dass wir uns erstmal die Karte holen, bevor wir anderen Kram hier machen. Das ist ja durchaus wichtig. So. Aber so super schwer sieht er jetzt schon mal nicht aus. So, okay. Kriegen wir das hin? Ach, nee, kriegen wir natürlich nicht hin. Ganz klasse. Wo ist die Karte? Ich würde sie gerne haben. Vielleicht werden wir mal ganz nach oben fliegen. Vielleicht ist sie ja da irgendwie versteckt. Was weiß ich. Nee, da ist sie auch nicht. Hm. Wo könnte die Karte denn sein? Also ich spiele das jetzt nichts vor, ne? Falls das irgendwer glaubt. Aber ich möchte nur gerne wissen, wo diese Karte ist. Au. Das war blöd, tatsächlich. Müssen wir vielleicht hier irgendwas machen? Kann das vielleicht sein? Ja. Ja, sieht so aus, ne? Dann würde ich sagen, dass wir uns mal das Magnetmodul nehmen, das hier herziehen und dann sehr schön uns hier rüber bewegen können. So, und dann haben wir dich schon mal und oha. Oh, du bist aber hier krass ausgerüstet. Ach du Scheiße. Ja, so einfach sind die nicht immer, ne? Aber zumindest eine Westerlanze und ja, es sieht so aus, als hätten wir die Karte genau hier. Cool. Chica Stein erkannt. Karte wird aktualisiert, dann haben wir auch die Dungeon-Karte oder die Karte des Titanen und das kann uns wirklich sehr weiterhelfen. Ja, sehr schön. Titanensteuerung, sehr schön. Alles klar. Ja, ich bin gespannt. Hättest du die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Bamedo regeln. Um Medo zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Jetzt kannst du wirklich mal unter Beweis stellen, ob du als Held was taugst. Ja, liebe Leute, es ist endlich soweit. Wir haben die Karte des Titanen und sind hier auch drin. Und ja, wir haben wieder eine halbe Stunde erreicht, aber das macht nichts, denn im nächsten Part geht es natürlich sofort weiter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Ihr freut euch hoffentlich auch. Ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Natürlich freue ich mich auch immer, wenn ihr mich abonniert. Ansonsten sage ich es an der Stelle einfach mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und ciao.